Hallöchen, hallo und herzlich willkommen. Ach du Scheiße, was ist das denn? Was ist das bitte für eine Begrüßung? Nein. Hallo und herzlich willkommen. Ich darf euch jetzt endlich mal auch begrüßen bei einem Let's Play Train Simulator. Hurra. Da bin ich, der Typ, der von Zügen jetzt nicht so viel Ahnung hat, wie von LKWs zum Beispiel. Aber auch ein bisschen. Ich spiele das Spiel ja auch schon etwas länger. Aber trotzdem gibt es eigentlich wirklich immer noch Funktionen, von denen ich keine Ahnung habe, wie sie funktionieren oder was eine irgendwelche Signalisierung. Ich weiß, was die Signale bedeuten, aber ich könnte euch jetzt nicht sagen, wie die SIFA oder wie die PZB funktioniert. Das ist für mich immer noch ein großes Rätsel. Wir fahren den Regionalexpress 10122 von Düsseldorf Hauptbahnhof nach Köln Hauptbahnhof mit Halt an den Stationen Düsseldorf, Benrath, Leverkusen, Mitte, Köln-Mülheim und Köln-Messe-Deutz. Und wir lassen die Fahrgäste einsteigen in Düsseldorf mit der Taste T. So. Wir sind unterwegs mit der BR101 und rüsten mal die Lok auf. Ich weiß nicht, ob man das so nennt. Verzeiht mir irgendwelche fehlerhaften Fachbegriffe, mir ist es völlig egal. Richtungswende nach vorne mit der Taste W. Licht an. Spitzensignal mit der Taste H. Und das war's auch schon. So. Wir lösen die Bremse mit der Taste Ü. Die Türen sind zu. Und wir können dann losfahren. Unser nächster Halt ist Düsseldorf-Benrath, Gleis 2. Und wir dürfen an diesem Signal 60 km/h fahren. Warte mal. Optionen. Ah, krass. Ach, man kann das hier regeln. Jetzt habe ich das mal verstanden. Super. Egal. Ist jetzt vielleicht ein bisschen laut, aber macht nichts. Das muss jetzt so gehen. Dürfen wir 80 km/h fahren, aber erst, wenn der letzte Wagen das Schild passiert hat. Warum nicht? Doch, jetzt. Meine Güte. Das sollten wir natürlich auch ausnutzen. Die BR101 hat eine maximale Geschwindigkeit von 220. Ist damit natürlich für Schnellzüge ideal.
Übrigens, Leistung schalten mit den Tasten A und D. Also A für erhöhen und D für weniger. Vorne erscheint auch schon unten in unserem Streckendisplay erscheint auch schon der Bahnhof, wo wir anhalten müssen. Mit Punkt kann man ein bisschen elektrisch beibremsen. Ja, 30 Kilometer. Erstmal Füllstellung 22% mit der Druckluftbremse. Klatschen wir die E-Bremse mal kurz raus. Schön mit 100% Füllstellung hier anhalten können. Ich weiß, das macht man nicht, aber naja, die Mittel erfordern es halt. Ist halt so. Jetzt, also bitte, Tür auf. Wir lösen die elektrische Bremse mit der Taste Komma. Und das ist eigentlich egal, was wir da jetzt machen. Ah doch, jetzt. Jetzt passiert was. So, hier. Gut. Wir lösen die Bremse mit der Taste Ü. Schauen uns den Zug. Machen wir von hier an. Mal in der Abfahrt. In der Außenperspektive. Schön, die Dostas. Der Steuerwagen am Ende. Ist das nicht idyllisch? Der nächste Halt ist die Leverkusen Mitte in 15 Kilometern. Wir sind in ungefähr 6 Minuten dann dort.
runter und wieder hoch. Was ich mir merken sollte, ist, ich muss etwas früher bremsen. Da kommt unser Kollege. Der quasi Gegenzug. Der sogenannte Express von Köln nach Düsseldorf. Und etwas elektrisch bremsen. Füllstellung 35%. Alle Bremsen raus.
schauen wir mal, wo wir mit der elektrischen Bremse bis zum Stehen kommen. Noch etwas Füllstellung dazu und schon stehen wir ganz sanft. Sehr gut. Zisch, zisch, zisch. Ach. Könntest du vielleicht die Klappe halten? Das nervt. Danke. Danke. Katastrophe. So, nächster Halt. Köln-Mülheim. Ich sehe, wir müssen gleich verlangsamen auf 130 km/h. Nehmen wir die Leistung weg. Und sowas mache ich immer mit der elektrischen Bremse. Weil das geht da sehr gut. Und die kann man direkt wieder wegschalten. Das heißt, man wird dann nicht noch langsamer. So zum Beispiel. Aus. Weil es jetzt wohl etwas kurviger wird. Da steht das Schild. Ich lasse die Leistung jetzt auch weg, wir müssen jetzt auf 80 runter. Wieder mit der elektrischen Bremse, genau. Was mehr. Versucht.
knallt er mir dafür noch eine Geschwindigkeitsübertretung rein, ich kotze. Doch, passt. So, dass wir genau an der Halttafel zu stehen kommen. Perfekt. Schauen wir doch mal gerade von außen drauf. Wo stehen wir denn? Schaut mal, wo wir stehen. Da ist die Haltetafel und da stehen wir. Das ist vorbildlich. Es ginge noch genauer, aber... Ach, schön, die Fahrzeuge hier zu sehen. Gehen wir mal nach hinten in den Steuerwagen. Mehrzweck-Multifunktionswagen. Hier ist auch ein Cockpit zu finden. Nur leider ist das nicht usable. Das finde ich sehr schade. Ich würde so gerne die ganzen Dinger mal mit. Ich würde so gerne mal einen Steuerwagen fahren. Ohne dafür Geld auszugeben. Das ist, glaube ich, das ist die Bedingung. Und dieser Steuerwagen, das sind so immer die Mehrzweckwagen. Moment. Ja, hier war doch gerade noch ein Klo, ne? Und wenn ich rausgehe, ist das Klo auf einmal weg. So. Klatschen wir alles raus, alle Bremsen und wir können weiterfahren. Nächster Halt ist Köln-Messe Deutz. Ah, wir fahren einen Umleiter. Schön. Das ist so
die letzten Ecken so hinten rum, die Seitenstraße ist das hier. Bremshügel, ja, vielleicht, nein, oder nicht. Also ein bisschen elektronische Bremse. Vor allem, weil es jetzt hier schön vernünftig mal den Berg runter geht. Schon sind wir auf dem Bahnsteig, da wo wir hin wollen. Halten wir mal an. Diese unschöne Weise mit 100%, egal. Mich kümmert's nicht. Mich kümmert's einfach nicht. Das ist Fakt. Naja. Oh, der erste Wagen ist gar nicht auf. Da will keiner aussteigen. Was ist im ersten Wagen eigentlich so drin? Da sind Sitzplätze. Haben wir eigentlich noch einen Multifunktionswagen? Ich glaube nicht. Moment, die Fahrgäste sitzen hier auf der Höhe der Drehgestelle. Der Wagen, die sind ja auch groß. Ja, riesig. Unten im Loch drin. Nein, das hier ist unser... Ah, doch. Doch, das Klo existiert. Das ist nämlich genau dieses Fenster. Das ist das Klo. Es sind die Dostos, ich weiß nicht, Generation 1 oder 2. Die haben ja nämlich noch hier, die sind ja nämlich noch, wenn man sich diesen Querschnitt, also diese Kante anschaut, sind die hier noch so eckig. Die neuen sind ja rund geworden. Auch die auch noch die Vorgänger der ganz neuen Twin Decks 2, wie sie ja heißen. Ne, sie heißen jetzt Twin Decks und das hier sind noch die Dostos. So. Ich mag alle. Ich mag Doppelstockwagen generell. Ich finde die toll. So. Will ich jetzt mal sagen, Tür zu. Darauf habe ich übrigens keinen Einfluss. Also ich kann die Tür nur öffnen, nicht schließen. Tür zu, genau. Wir lösen unsere Bremsen. Und dann fahren wir Richtung Köln Hauptbahnhof. Remscheid. Mit 30 km/h Fahrbefehl ab dem nächsten Signal. Auf der Hohenzollernbrücke befindet sich das. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Ja, da vorne sieht man es.
Entschuldigung, ich musste niesen. Was denn? Das ist wieder so ein elendes Konsolenfenster aufgeploppt. Das ist so nervig. Köln Hauptbahnhof Gleis 9. Das ist genau also das, wo wir drauf fahren. Schauen wir mal als Zugende. Wie es denn da so ausschaut, wenn die Wagen über die Weiche gleiten. Teil. Sehr schön. Und wir halten an und gucken mal. Von draußen. So. Tür auf. Wusch. Oh, guck mal, da läuft jemand. Da fliegt jemand über die Rolltreppe. Das ist doch wieder toll. Und alle Türen sind auf. Irgendwie die Türen vom Mehrzweckwagen hier sind kleiner. Ach so. Genau, weil wir hier Stufen hoch müssen zum Einsteigen, aber hier kann man ja auch mit Fahrrädern reinfahren und deswegen sind die hier ebenerdig und da kann man dann runterrollen und dann die Fahrräder hier abstellen. Der Fahrradwagen. Deswegen sind die Türen vom Steuerwagen kleiner, weil sie nicht so groß sein müssen. Ah. Schauen wir mal, was es hier noch so gibt. S-Bahn-Gleise. Und der alte Teil vom Kölner Hauptbahnhof. Da steht der... Nee, da steht nix. Es ist nur ein Zug, aber keine Lok. Und da steht nur ein einzelner Wagen. Was macht denn ein einzelner Wagen hier? Egal. Genau. So. Jetzt habe ich gerade meinen Mauszeiger verloren. Wie auch immer, ich bedanke mich sehr für eure Aufmerksamkeit und ich würde mich freuen, wenn ihr Rezensionen zu diesem Video da lasst, Kritiken etc., Daumen nach oben natürlich und Kommentare. Soll ich das weitermachen? Gefällt euch das? Wenn ja, ist gut. Wenn nein, ist es mir egal. Nein, Spaß. In diesem Sinne, macht's gut und bis dann. Tschüss.